Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Lechposen im FM. Und wir haben gleich mal einen Einnahmenrekord. 23 Millionen Euro haben wir eingenommen. Bisher in dieser Saison. Und das ist was ganz, ganz Feines. Auch wenn wir den ein oder anderen Stammspieler abgeben mussten, sehe ich die Mannschaft trotzdem stark und glaube, dass wir was erreichen können mit der Truppe. Ich werde mal ganz kurz gucken, wen haben wir, wer hat denn eigentlich überhaupt so viel Kohle gebracht? Oder ja gut, 6,5, 4,3, 3,6, nochmal 3,4, ja. Doch. Lekovic haben wir auch sogar mit Transfergewinn verkauft. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, auch noch mit einer Weiterverkaufsklausel. Naja. Barkowski, wenn wir 240.000 kriegen. Wenn wir denen die Klausel verkaufen. Ich glaube, das machen wir auch. Das machen wir auch. Bei Marschwinski werden wir auf jeden Fall auch noch am nächsten Transfer beteiligt. Und bei... Oh, Lekovic spielt sogar in Paderborn. Der spielt sogar... Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Haben wir sonst... Bei Sipos haben wir sogar noch eine Weiterverkaufsklausel drin. Ja gut, tut Roy, da besteht der ganze Vertrag nur aus Klauseln, glaube ich. Aber die würde ich jetzt auch nochmal tatsächlich mitnehmen wollen, die 240.000. So, nachdem uns jetzt Mosur verlassen hat, ist die Frage, ob Bacher direkt startet. Ich würde es tatsächlich so machen. Ich würde es so machen, aber da müssen wir mal gucken. Okay. Es ist auch ein geiler Spieler eigentlich, ne? Dem Christian Rasmussen geholt? Naja, irgendwas scheint ja da zu sein, dass es nicht läuft. So. Warta auch mit 2 Siegen gestartet. So, wollen wir mal gucken, wen wir hier aufstellen heute. Also, Iversen auf jeden Fall. So, Dosinkiewicz auf die Bank. Field ist spielfit, das ist gut. Aber das Problem ist, wir haben auf Rechtsverteidiger relativ wenig Alternativen aktuell. Dementsprechend würde ich eigentlich tatsächlich mal mit Salamai beginnen. Und Field mal komplett draußen lassen. Weil er ja gegen Sherif auf jeden Fall auflaufen muss.
Dagastal lassen wir draußen. So, Bacher. Bacher bringen wir hier. Da kommt Östergard. Jasinski sitzt auf der Bank. Puchers links hinten. Matuszewski mit auf die Bank. Moda kommt hier zum Einsatz. Urbanski haben wir hier. Christus Tobers geht auf die Bank. Ich würde gerne mit Gorek auflaufen im defensiven Mittelfeld. So. Dann Drazik, Minalo auf der Bank. Und Duda auch. Wer ist denn da dran? Ingolstadt, okay. Ich würde da gerne hier mit Silva auflaufen und Goebbels auf die Bank. Cimcak und Kurminowski. Das passt. Das passt. Das passt. So, zwei mehr. Haben wir ein, haben wir zwei, haben wir. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht. Warte mal. Wir machen das so. Wir machen das so. Dann können wir nämlich gleich Minuten sammeln für die U22 Statistik. Das. So, Derby Time. Gegen Hertha in unserem Stadion. Mal gucken. Wollen wir mal gucken, was hier so geht. Das erste Lebenszeichen kommt von Water. Kaspar Urbanski, heute mit der Kapitänsbinde, okay. Im Abschluss da ein bisschen, ich sag mal, Tran, so sehe ich, ein bisschen zu langsam im Kopf. Da muss er schneller sein, gedanklich. Stehen sehr hoch im Moment hier mit. Schöner Versuch von Mona, aber wir wissen ja,
Er ist nicht der geborene Torjäger. Nochmal den Ball und der nächste Eckstoß. Ich hoffe, diesmal ein bisschen gefährlicher. War noch nicht so der Reißer. Meine Güte. Das kann doch nicht sein. Salamay verliert. Bacher ist hier gegen Schredder. Jasinski rückt damit rauf und verliert dann hier in der Mitte. Verliert Ogorek dann das Kopfballduell gegen Zurawski. Das geht so nicht. Leute, das ist ein Derby. Da kann man nicht so auf, da kann man nicht so auftreten, so höflich wie bei Omas 80. Meine Güte. Also ehrlich. That's not okay. Das ist nicht, nicht hinnehmbar hier. Das ist. Schöner Freistoß von Moda, aber alles in Ordnung. Korrekt. Karol Salamay. Jakob Jedrasek hat sich verletzt und hat was am Knie abbekommen. Nun Luca Menalo. Kaspar. Schöner Ball auf Cinchak. Kann sich. Alter, Leute, das ist nicht okay. Das ist nicht okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Ja, so. Wir sind besser als das und wir alle wissen das. Und Jakob Mola als absoluter Führungsspieler ist nervös von der Körpersprache. Und das ist ziemliche Scheiße, muss ich ganz ehrlich so sagen. Das ist ziemliche Scheiße. Banski sucht Chip. Alter, was war das denn? Kann man mal machen? Muss man aber nicht. So, immerhin bleiben wir dran, immerhin bleiben wir dran. Schon mal viel wert.
So. Silber mit keiner guten Leistung. Genauso wenig wie Salamai. Die beiden nehme ich jetzt mal raus. Wollen wir mal Cosmo und Goebbels als neues Duo auf der rechten Seite bringen. Ja, Cosmo hat ihn. Kann ich noch behaupten, das ist gut. Oder Chimchak? Jawohl, da ist es. Da ist der Ausgleich. Philipp Chimchak ist da. More. Matthias Jerzynski. Jerzynski. Schöner Ball auf Milano. Und Philipp Chimchak zum Zweiten. Jawohl, da haben wir das Ding gedreht. So wollen wir das sehen. So wollen wir das. Innerhalb von 2 Minuten. Jetzt kommt. Du da rein. Und tu was. Haben wir nochmal Qualität und Erfahrung. Terminalo, oder? Christus Tobas? House of Cosmo? Eigentlich ja ungewöhnlich, aber jetzt geht es ein bisschen auf Zeit. Und Malu kann klären. Schön von Chimchak. Goebbels, Chimchak, Goebbels. Dann sucht ihr schon wieder Schimpschak. Thomas, auch aus dem Mignalo. Also, da hätte man aufreifen können, meiner Meinung nach, ganz klar. Sport. Derby-Sieg, jawohl. Sehr schön. So habe ich's gerne. So habe ich's gerne. Genau das ist genau das, was wir brauchen hier. Jetzt will ich noch mal gucken, wer ist eigentlich der Duda bei denen? Was kann denn der? Kamil. Ja gut, der reißt mich jetzt nicht vom Hocker, sonst hätte ich den vielleicht noch als
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also denn, der ist Rechtsfuß. Wie soll der den Linksaußen ersetzen, wenn ich nicht invers spiele? Gut, aber vom Prinzip her hätte ich den Spieler trotzdem gerne. So. Er würde ihn nicht eintauschen wollen, nicht mal gegen Harry Kane. Da ich persönlich ein sehr großer Fan von Harry Kane bin, würde ich sagen, nee. Tottenham, ich wäre daran interessiert. Sagt Bescheid. Ich könnte mir das hier sehr, sehr gut vorstellen. Also. Er hat zwar gesagt, eigentlich lobe ich nichts mehr, was er an neuen Trainingsleistung hat, aber. Ich finde, nach den beiden überragenden Spielen in der Woche, die er geleistet hat, und dann, weil, ich glaube, was waren das jetzt? 2 Spiele, 5 Tore in einer Woche. Kann ich. Ja, dann. Lenken wir halt ein, dann will er halt nur kopftätschelt werden hier, die kleine Mimose. Was hat er überhaupt für eine Persönlichkeit? Okay, er ist lässig, ja gut. Das, das erklärt dann einiges. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ein bisschen. Ja, gar kein schlechter, aber das Gehalt, nee, das kann ich mir nicht, die Ablöse, nicht das Gehalt, die Ablöse kann ich mir nicht leisten. Okay, du wärst ein Kandidat. Technisch ist er mir hier ein bisschen zu schwach, ne? Zeigt aber, finde ich, ganz gute Ansätze. Der kam doch schon wieder. Abdoulaye Camara. Ja, passt mir nicht. Zumindest im Moment nicht. Miletic. Wenn noch ein interessantes Angebot für den Tobas oder so kommt. Ja, mit dem könnten wir uns im Zweifel auch beschäftigen. Sidney Rebinger. Auch mit dem könnten wir uns beschäftigen, finde ich. Andreas Forsberg. Ja. So. Warte, 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 warte. Ey, nimm. Meine Güte. Muss er da sein?
Okay. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendeinen von kennen. Bei Tiedemanns, da haben wir ein bisschen Ahnung. Gefällt mir aber nicht. Roots kennen wir auch. Irgendwas muss es ja gegeben haben, warum ich da nicht rangegangen bin an den Spieler, oder? Ah, das war das. Fehlt ihm in Kraft. Genau, da war das. Ich bin jetzt aber erstmal einladen zum Probetraining. Dass wir uns noch mal ein etwas genaueres Bild von ihm machen können. Bei ihm genau das Gleiche. Robin Velasco. Vom HSV? Nee, danke. Nochmal mit einem Israeli probieren? Warum nicht? Okay, nee. Ado, Jung Utrecht, wer ist da interessiert? Venlo. Jascha Brandt. Wenn er seinen Bruder überredet, zu uns zu kommen, dann wäre ich ja ganz vorne dabei. Leon Schütz, hole ich mir auch noch mal zum Probetraining. Okay. Von Hoffenheim. Und was kann der denn so? Ich meine, der ist 20, U18 Länderspiele gemacht. Wollen wir mal gucken, was da so. Es soll ja, es muss ja kein. Der ist 15? Oh, gut, den könnte ich eh nicht bringen, aber nee, das Ding ist ja, es muss ja kein Stammspieler oder sonst irgendwas sein.
Es reicht mir ja ein Backup, weil ich habe A, Menalo, ich habe B, Norrington Davis. Und deswegen. Beliebig Leihstatus gelistet. Also, ich würde sagen, aber die Leihkandidaten gucke ich mir gleich mal zusammen mit dem Chat hier auf Twitch an. Also, liebe Leute, wenn ihr mal dabei sein wollt, checkt die Videobeschreibung. Da findet ihr den entsprechenden Link für die lieben Leute hier auf YouTube. Ausrufezeichen YouTube, dann findet ihr den Link zu meinem YouTube-Kanal. Ein bisschen Cross-Promotion muss ja sein. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder kommentiert auch mal mit den Sachen, die euch nicht gefallen haben. Alles gar kein Thema. Bin für alles offen, bin für alles zu haben. Solange der Preis stimmt. Und ansonsten, ne, gerne abonnieren und wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.